Ganz herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen. Wir feiern Erntedank. Dieses Fest ist ein Rückblick. Der Mensch wird sich bewusst, wie viel er investiert hat, um zu einem reichen Ertrag zu kommen. Und er fährt den Erfolg seiner Bemühungen ein. Nicht ohne festzustellen, dass es manche dürren Zeiten gab, wo es nicht klar war, ob das Tun und Lassen von Erfolg geprägt ist. Ob bei seinen Bemühungen und Investitionen etwas dabei herauskommt, das ist auch die tägliche Frage in diakonischer Arbeit. Viel wird investiert, damit Menschen mit Behinderung, mit Suchterkrankung, Menschen in hohem Alter, Jugendliche mit schwierigen Lebensumständen zu einem erfüllten Leben finden. Und oft sieht es auf den ersten Blick so aus, als ob nichts, aber auch gar nichts dabei herauskommt. Wie diese Bemühungen um andere Menschen in diakonischer Arbeit aussehen, erzählt uns heute im Gottesdienst Helmut Rotter. Er ist als Landwirt in den Zieglerschen verantwortlich für einen großen integrativen landwirtschaftlichen Betrieb und investiert täglich in andere Menschen. Ich lade Sie ein, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen zusammen singen das wunderschöne Lied Die güldene Sonne voll Freud und Wonne. Lassen Sie uns miteinander Psalm 145 beten. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in all seinen Werken. Der Herr hält alle, die da fallen und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Herr, unser Gott, voller Wunder ist unsere Welt. Die ganze Schöpfung singt dein Lob, Sonne, Mond und Sterne, die Erde und das Meer. Pflanzen und Tiere, sie alle preisen dich. Sie preisen dich ohne Worte, einfach indem sie da sind. Wie klein sind wir Menschen im unendlichen Weltall. Und doch gibst du dich mit uns ab. Und doch hast du uns Macht und Würde verliehen. Himmel, Erde und Meer, Pflanzen und Tiere, alles hast du uns anvertraut. Lass uns verantwortlich mit deiner Schöpfung umgehen. Herr, unser Gott, du bist groß. Amen. In der Bibel in Matthäus 6, die Verse 19 bis 35 steht: Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun? Ihr Kleingläubigen, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach all dem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine Plage hat. Wir haben Helmut Rotter mit unserem Kamerateam begleitet, wie er mit seinem Team, mit Menschen mit Behinderung, auf dem Feld arbeitet. Sprich, die reiche Ernte zum einen bearbeitet mit den Kräften der Hände, dann aber auch Gemüse und Obst und Blumen in reicher Fülle ernten kann. Kommen Sie mit, lassen Sie sich ein auf diese Impressionen. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen.
Vielleicht kennen Sie ihn noch, denn er war beim ersten Stunde des höchsten Fernsehgottesdienst schon unser Gast, Helmut Rotter. Er arbeitet in den Zieglerschen, leitet dort die große Rottach-Gärtnerei, einen integrativen Betrieb, wo viele Menschen mit Behinderungen mitarbeiten. Und er ist heute am Erntedankfest wieder unser Gast. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo, Herr Rotter. Ja, hallo, Herr Bräuning, freue mich auch. Und ich sage es mal so ganz ehrlich, ich beneide Sie um Ihre Hände. Menschenskinder, das sieht man, dass Sie was gearbeitet haben. Nicht so wie beim Pfarrer, wo alles noch ganz sauber ist und glänzt. Wenn Sie nach Hause kommen abends, sind Sie stolz auf sich, auf das, was Sie geschafft haben? Ja, das kann man schon sagen. Also gerade wenn wir jetzt bei Erntearbeiten sind und wir ernten ein Beet Karotten, da sieht man gleich, dass man ein Stück weggeschafft hat. Ne? Das ist dann anders wie im Büro, wo man manchmal viel Denkarbeit zu machen hat und wo man sich dann fragt, Mensch, was habe ich jetzt heute geschafft? Jetzt sieht man hier die ganze Pracht, das ganze Gemüse, was Sie ernten konnten, was Sie quasi produziert haben hier mit vielen Menschen zusammen, die behindert sind, geistig und körperlich behindert. Nochmal die Frage, sind Sie stolz auf sowas, was Sie da mit denen zusammen geschafft haben? Das kann man schon sagen, dass wir stolz sind für das, was wir hier in der Gärtnerei arbeiten und leisten, weil wenn man das anschaut, diese wunderbare Vielfalt, ja, gerade jetzt so konzentriert auf einem Haufen hier, also gerade denke ich zum Erntedank, das ist wirklich ein Segen. Und das mit unseren Leuten zusammen tun, das finde ich, das ist eine ganz schöne Arbeit, weil das ist ganzheitlich. Erzählen Sie uns noch ein bisschen mehr von dieser Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Denn normalerweise, wenn Sie als Chef Ihrem Angestellten was sagen, dann versteht er das ja und macht er das sofort im Normalfall. Wie muss man sich das vorstellen bei Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung? Ja, ich denke, wir müssen besonders wach sein für unsere uns anvertrauten Menschen, weil die kommen ja nicht jeden Tag gleich. Die sind jeden Tag anders drauf und da muss man dann gucken und man muss auch viel beobachten und immer wieder schauen, dass man sagt, wo hole ich den ab? Was braucht der heute? Welche Tätigkeit gebe ich dem? Auch manchmal, wenn wir im Frühjahr viel zu tun haben und man merkt, der braucht jetzt heute besonders einen Zuspruch, dann nehme ich mir den zur Seite und tue speziell mit dem was arbeiten. Und dann während der Arbeit können wir dann so manches besprechen, klären. Die bringen ja auch so ihre Sorgen und Probleme, die sie haben, mit. Und die zeigen das natürlich ganz anders wie mir, wo das eher so zurückhalten. Von daher ist es wichtig, dass man da immer wieder wach ist für uns, die uns anvertrauten Menschen. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz schöne Arbeit. Wenn wir Erntedank feiern, dann sind wir dankbar für diese vielen perfekten Früchte. Wenn ich mir diese Tomate anschaue, das ist einfach perfekt, wahrscheinlich geschmacklich. Genauso wie farblich auch diese Blumenpracht und so. Menschen mit Behinderungen sind Menschen mit Defiziten, nicht perfekt. Wie bringen Sie das in Einklang mit dem Schöpfer, der eigentlich alles gut gemacht hat? Ich denke, auch diese Menschen sind ja einzigartig in ihrer Persönlichkeit. Jeder da, wo er steht. Und da
da merkt man auch immer wieder so im Alltag, auch wenn dieser Mensch ein Stück weit behindert ist, wir können da so viel voneinander lernen. Und wenn man dann offen und wach dafür ist, das macht richtig Freude, mit denen zusammenzuarbeiten. Und man muss auf der einen Seite immer viel geben, aber auf der anderen Seite kriegt man auch immer wieder viel von den Leuten zurück. Weil ich finde, die haben so eine schöne Natürlichkeit, die sind offen und gerade heraus. Und das macht es irgendwo klar, ehrlich und aufrichtig. Und das finde ich schön. Wenn ich das so richtig zwischen den Zeilen raushöre, dann investieren Sie ganz viel, nicht nur in die Landwirtschaft, nicht nur in die Gärtnerei, in die Ernte, sondern auch in den Menschen. Ja, das ist, denke ich, ganz auch wichtig, weil ich sage mal, wir versuchen wirklich auch bei uns in der Gärtnerei gutes Miteinander, gutes Arbeitsklima zu pflegen, weil das ist, denke ich, eine Grundvoraussetzung, dass es nicht nur mir gut geht am Tag über, sondern auch meinen Kolleginnen und Kollegen und den uns anvertrauten Menschen. Das spüren wir auch immer wieder. Und das finde ich auch immer wieder schön, wenn Kunden zu uns im Laden kommen, die uns das dann immer wieder spüren lassen und es auch uns sagen, dass wir so ein gutes Arbeitsklima haben und dass die Leute sich wohlfühlen und gerne in die Gärtnerei kommen. Mhm. Deswegen sind es auch wirklich sehr begehrte Arbeitsplätze. Mhm. Unter den Behinderten jetzt? Unter den Behinderten. Die wollen alle bei Ihnen arbeiten? Ja. Aha. Ich meine, das sind Arbeitsplätze, sag ich mal, für fittere Leute, weil es sind ja sehr viele verschiedene Tätigkeiten, die machen müssen. Es ist ja nicht immer alles gleich, gell? Wenn man das anschaut. Da wächst die Karotte nicht immer schön gerade, sondern die ist auch mal krumm. Oder die Tomate ist noch nicht ganz reif. Und da müssen Sie entscheiden, auch, dass man sagt, ernte ich die jetzt oder nicht? Oder wo, in welche Kiste schmeiße ich die? Das heißt, da sind Sie auch ein Stück weit gefordert. Aber das stärkt Sie auch so in Ihrem Selbstbewusstsein. Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich mit Ihnen rede, dann habe ich den Eindruck, da könnte gerade der Schöpfer selber zu mir sprechen. Gott, der zu den Menschen spricht, hab keine Angst, ich kümmere mich um dich. Ich sorge für dich, da sind deine Begabungen, da ist dein Platz, wo du hingehörst. Ich hab dich lieb, so wie du bist, bist du wertvoll. Sind Sie sowas wie der Handlanger Gottes für diese Menschen? Ach, ich versuche einfach auch so, ich sag mal so, als Arbeiter im Weinberge Gottes tätig zu sein. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir einfach immer wieder, nicht nur jetzt, sag ich mal, zu Ernte dankbar sind für die Ernte, sondern ich denke, es ist auch wichtig, dass man jeden Tag dafür um den Segen Gottes bittet. Weil so wie wir, dass man sagt, auch dieses Mitmenschliche pflegen, so müssen wir auch, denke ich, zu Gott unser Verhältnis pflegen. Und nicht, dass man sagt, einmal in der Woche oder einmal im Monat, sondern tagtäglich, im Alltag. Ich finde, der Glaube, der muss einfach gelebt werden. Und das ist ganz entscheidend. Das ist ja dolle, wenn Sie das so sagen, höre ich daraus, dass Sie da auch die Kraft draus beziehen, um jeden Tag aufzustehen und motiviert in der Diakonie Nächstenliebe zu üben. Ja, also mir persönlich ist es ganz wichtig, dass auch morgen, wenn ich aus dem Haus gehe, um den Segen für den Tag bitte, um das, was ansteht. Manchmal sind ja auch gewisse Dinge, die sind vielleicht nicht so angenehm, aber da ist es auch wichtig, dass man um den Segen, um Schutz und Begleitung bittet, weil ich glaube, dann werden das auch manche schwierige Situationen, werden dann gute Wege. Und das ist schön, wenn man das dann auch wieder immer wieder erleben darf, in der Erfahrung dann. Gell. Vielen herzlichen Dank. Wir machen zum Abschluss noch so eine Art Erntedankspiel zusammen. Ne? Ich greife einfach in den Gemüse- oder Blumenkorb und Sie sagen mir was bezüglich des Obst, Gemüse oder der Pflanzensorte, was vielleicht für das menschliche Leben auch wichtig ist oder übertragbar. Ja? Also wir fangen einfach mal an mit so einer scharfen Gemüsezwiebel. Was fällt Ihnen da symbolisch ein? Naja, ist ja klar, wenn man so eine Zwiebel verarbeitet, und ich koche ja auch immer wieder mal gerne, da ist ja mir manchmal, wenn man schält die Zwiebel und verarbeitet, ist ja mir manchmal zum Heulen. Ja. Gell? Und so geht es uns ja manchmal auch. Gell? Es ist ja nicht nur immer eitel Sonnenschein, sondern es gibt ja auch mal Tage, wo es einem selber nicht so gut geht. Trotzdem sind wir dankbar für die Zwiebeln. Ganz genau. Dann greifen wir mal, die hatte ich vorhin schon in der Hand, in diese wunderschön aussehende rote Tomate. Was fällt Ihnen da symbolisch zu ein? Ach, das ist, wissen Sie, das ist eine Tomate, die ist im Naturboden gewachsen. Mhm. Die schmeckt, wenn sie reinbeißen, so richtig herzhaft nach Tomate. Zeichen für Echtheit. Ja. Aber Sie können mir viel erzählen.
Das ist immer das Beste. Man muss es schmecken. Man muss es schmecken, ja. Stimmt. Symbol für Echtheit. Machen wir es noch einmal mit. Mit der krummen Gurke. Mit was machen wir? Ah, die wäre doch ganz schön. Die? Ja. Was soll das denn sein? Das ist jetzt keine krumme Banane, das ist eine krumme Gurke. Ja, es läuft halt auch nicht immer alles glatt im Leben. Mhm. Gell? Und die Gurken sind auch nicht immer nur alle gerade, da wächst halt auch mal eine krumm. Mhm. Aber auch wir sind hier auch dankbar für so eine krumme Gurke, weil auch die können wir gebrauchen. Wer ist denn schuld, dass die krumm ist? Hätten Sie noch was als Gärtnermeister tun können, dass sie gerade wird? Das ist richtig. Aber so merkt man auch wieder, so wie die Vielfalt in der Schöpfung, so ist es auch. Gibt es eine Vielfalt bei den Gemüsekulturen und da wird nicht immer alles gerade. Da wächst die eine so und die andere so. Mensch, da kann man viel mitnehmen aus der Natur fürs Leben. Vielen herzlichen Dank für diesen Erntedank-Spaziergang, Herr Rotter. Viel Kraft für Ihre Arbeit, Vielen Dank. Für die Arbeit mit den Menschen mit Behinderung. Und dann vielleicht bis zum nächsten Erntedank-Gottesdienst. Ja, würde mich freuen. Herzlichen Dank. Danke. Es ist einfach fantastisch, diese Segnungen, die wir hier in der Natur erleben. Diese vielen verschiedenen Farben, Formen, diese Gerüche. Es begeistert mich. Von ganz vielen Segnungen lesen wir im 5. Buch Mose, Kapitel 28, die Verse 2 bis 6. Weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen und dir zuteil werden alle diese Segnungen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder und deiner Schafe. Gesegnet sein wird dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Es ist unglaublich, so viele Segnungen, so reich gesegnet. Und das nicht, weil man es aus eigener Tüchtigkeit geschafft und aus eigener Kraft bewirkt hätte, sondern weil man der Stimme des Herrn gehorsam ist. Es geht hierbei nicht um den oft in frommen Kreisen beschworenen, bedingungslosen, blinden Gehorsam, als den Gegensatz zum aufmüpfigen und unanständigen Ungehorsam. Es geht schlicht und einfach um das richtige Hinhören. Überlegen Sie einmal, wie oft wir klugen Ratschlägen von klugen Menschen schon Gehör geschenkt haben und dabei alles andere als gesegnet wurden. Besinnen Sie sich, wie oft wir schon blindlings gehorsam waren, weil uns irgendjemand oder irgendwelche Umstände diktiert und befohlen haben, was zu tun oder was zu lassen ist. Und wie oft war unser Spielraum dadurch ganz gewaltig eingezwängt und eingeengt,
Wie oft haben wir keinen anderen Ausweg mehr gewusst? Wir hatten keine andere Möglichkeit mehr, weil wir irgendjemand oder irgendetwas gehorsam waren. Wir mussten dann so handeln und dann waren wir alles andere als gesegnet. Der Stimme des Herrn deines Gottes gehorsam zu sein, das ist wie eine große Befreiung. Wir müssen uns nicht den Zwängen des Lebens unterordnen. Wir müssen nicht dem Schicksal verbittert ausgeliefert sein. Wir müssen uns nicht fremdbestimmen lassen durch irgendeinen Willen. Martin Luther hat einmal gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das hat er in einer Situation gesagt, in der man ihn gezwungen hat, alles an Meinung und Überzeugung, alles an Erfahrung und Weisheit aufzugeben, Visionen zu begraben, Hoffnungen fahren zu lassen, Vorhaben zurückzustellen. Hätte er dem allem gehört und nachgegeben, zu dem man ihn gezwungen hat, wäre er diesen Stimmen gehorsam geworden. Wäre er ein kleiner, unbedeutender Mönch geblieben und hätte überhaupt keine Geschichte geschrieben. So aber, weil er Gott mehr gehorcht hat als den Menschen, ist er zu einem sehr bedeutenden Menschen geworden, der selbst reichlich gesegnet war und der vielen zum Segen wurde. Wir Pfarrer und Geistliche werden immer wieder gefragt, Menschenskinder, wie kann man denn die Stimme Gottes hören? Wie soll das gehen? Weder ertönen aus heiterem Himmel göttliche Stimmen, noch schickt er irgendwelche blauen Briefe, die uns mit seinen Worten erreichen. Wissen Sie, ich persönlich glaube, dass viele Worte Gottes bereits in uns hineingelegt sind. So wie wir alle möglichen Gene in uns haben, die uns zu dem machen, was wir sind, hat Gott seine Worte in uns hineingelegt, die aus uns machen, was wir sind. Sie sind ganz eng mit uns verwoben. Was unser Herz denkt und fühlt, ist meines Erachtens nach ganz eng verbunden mit dem Wort Gottes. Was unsere Gefühle und manchmal der hohle Bauch fühlen oder empfinden, das ist ganz eng mit dem Wort Gottes verbunden. Mit dem Wort, das er in uns, in unser Leben hineingesprochen hat. In jeden ganz persönlich. Vieles, was wir träumen, was wir uns von ganzem Herzen wünschen, wonach wir uns zutiefst sehnen, ist eine Folge von dem, was Gott zu uns gesagt hat. Dem dürfen wir gehorsam sein. Das heißt, sich selber ernst zu nehmen, sich selber wahrzunehmen und sich selber anzunehmen. Wenn mir das Gefühl sagt, Finger weg, das ist nichts für dich, dann gilt es, dem gehorsamer zu sein als all den vielen Stimmen, die uns überreden, überzeugen und beeinflussen wollen. Wenn unser Herz wieder anfängt, von einer bestimmten Sache zu träumen, kann es ratsam sein, dem gehorsam zu sein und dem auch nachzugehen. Viel mehr als den vielen Einflüssen und Zwängen, die uns weismachen wollen, gibt die Hoffnung auf, lass das, begrabe das. In Prediger 3, Vers 11 heißt es einmal, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt. Gott hat seine Gedanken, seine Vorstellungen, seine Worte in unser Herz gelegt. Für mich stellt sich wirklich die Frage, ob wir tief in uns andere Gedanken denken können als die, die von Gott inspiriert wurden. Natürlich sind wir von vielem und von vielen beeinflusst und geprägt worden, was unser Denken und Handeln bestimmt. Aber sind das wirklich die Originalgedanken in uns, die zu uns passen, die uns wirklich ausmachen? Es hört sich an wie ein Erfolgsgeheimnis für ein gelingendes Leben. Weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen und dir zuteil werden alle diese Segnungen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Gesegnet sein wird die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder und deine Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Diese Segnungen betreffen unser Ansehen in der Öffentlichkeit. Sie betreffen unsere Beziehung, unsere Ehe, sogar unsere Sexualität. Sie betreffen unser ganzes Hab und Gut. Sie betreffen unser Familienleben. Sie betreffen unsere Herausforderungen und Aufgaben, mit denen wir es zu tun haben. In allem betreffen sie jeweils den Eingang und den Ausgang. Also wie es anfängt und wie es am Ende ausgeht.
Heute an Erntedank liegen die Früchte unseres Lebens quasi vor uns. Aus all der Arbeit, aus all den Mühen der ganz verschiedenen Lebensbereiche. Mit Sicherheit hat jeder von uns viel Grund zur Dankbarkeit. Wo uns das eine oder andere aber traurig macht, unzufrieden, wo wir den Eindruck haben, das ist es noch nicht gewesen in meinem Leben, da müsste doch noch mehr dabei herauskommen, da ist noch mehr drin, dann lassen Sie uns heute ganz nachdenklich werden, ob wir nicht wieder mehr der Stimme Gottes gehorsam werden sollten, als den vielen Faktoren und Einflüssen, die uns ständig betören und bestimmen wollen. Und wie gesagt, ich denke, diese Stimme Gottes, diese Worte, die sind in uns hineingelegt. Lade sie ein, miteinander zu hören und dieser Stimme Gottes wieder Gehorsam zu schenken. Amen. Ich freue mich, wenn Sie Vertrauen zu uns haben und uns Ihre Gebetsanliegen mitteilen. Manchmal ist es gar nicht so einfach, sich in solchen Dingen zu öffnen, mit anderen darüber zu reden. Deshalb freue ich mich, wenn Sie sich melden. Wir haben auch einen Gebetskreis ins Leben gerufen, wo wir regelmäßig für Ihre Gebetsanliegen beten. Und uns alle möchte ich in folgendes Fürbittengebet mit einschließen. Guter Gott, dass du für uns da bist, zu Hause, in der Schule, am Arbeitsplatz, überall, dafür danken wir dir. Wir denken an die Menschen, die in Not sind. Komm zu ihnen und hilf ihnen weiter. Schicke zu den Kranken einen Freund oder eine Freundin. Schicke zu den Hungrigen jemanden, der Essen bringt. Schicke zu den Traurigen jemanden, der sie fröhlich macht. Gott, lass uns merken, wenn wir es sind, die du schicken willst. Bitte hilf uns Menschen. Wir können es nicht alleine mit diesem Leben zurechtkommen und brauchen deine Hilfe. Lassen Sie uns alles Ungesagte in das Gebet hineinlegen, das uns Jesus Christus gelehrt hat. Wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt möchte ich Sie gerne segnen für die kommende Zeit. Gehen Sie als die Gesegneten Gottes in die nächsten Tage. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir sind am Ende des Gottesdienstes und wir freuen uns, dass Sie mit uns gefeiert haben. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir möchten gerne mit Ihnen in Verbindung bleiben. Monatlich verschicken wir ein Lebenszeichen, unseren Newsletter. Darin erfahren Sie Neuigkeiten aus dem gottesdienstlichen Leben, auch über unsere Zuschauerreise nach Israel oder über unsere Zuschauertage. Melden Sie sich an auf unserer Homepage, um diesen Newsletter zu abonnieren, oder rufen Sie uns an. Wir nehmen Ihre Bestellung gerne entgegen. Übrigens, auf unserer Homepage finden Sie noch viele weitere wissenswerte Informationen über unsere Fernsehgottesdienstarbeit und Sie können dort viel Begleitmaterial zum Gottesdienst finden. Heute möchten wir Ihnen gerne ein kleines Geschenk machen und möchten Sie ermutigen, sich noch einmal auf die Jahreslosung für dieses Jahr zu besinnen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zum Lob Gottes. Wir möchten Sie beschenken mit dieser kleinen CD-Card, darin enthalten die Noten und eine kleine CD mit dem Lied. Melden Sie sich bei uns, es lohnt sich, diese kleine CD-Card zu haben und das Lied zu hören und mitzusingen. Wir sagen ganz herzlichen Dank für alle Unterstützung, die Sie uns zukommen lassen. Per SMS können Sie uns spenden, per Telefonauftrag, aber auch im Internet finden Sie viele Möglichkeiten, wie Sie uns Ihre Spende zukommen lassen können. Wir erhalten keine Werbeeinnahmen, wir haben nichts von den Rundfunk- und Fernsehgebühren. Wir leben von Spenden und können diese Arbeit nur tun, wenn Sie uns helfen. Herzlichen Dank für Ihre freundliche Zuwendung. Wir haben Werbematerial vorbereitet, wenn Sie noch andere Menschen auf diesen Gottesdienst aufmerksam machen möchten. Sie bekommen bei uns Flyer, Plakate, kostenlos, um andere Menschen einzuladen. Melden Sie sich bei uns. Und wenn Sie Interesse haben an einer kostenlosen DVD mit dem Gottesdienst von heute, melden Sie sich ebenfalls bei uns im Zuschauerbüro. Das war's für heute. Genug an Informationen. Ich freue mich, wenn wir uns in Kürze wiedersehen. Bis dahin seien Sie gesegnet, beschützt und behütet von unserem guten Gott. Auf Wiedersehen.